Was macht ihr, wenn ihr euch mit euren Freunden oder dem Partner streitet? Wild diskutieren, schweigen, aussitzen und irgendwann versöhnen, stimmt's? Klappt leider nicht immer, wenn ihr mit dem Arbeitgeber, dem Vermieter oder mit einer fremden Person streitet. Und dann kann's richtig teuer werden, wenn ihr einen Anwalt braucht. Aber genau dafür gibt's die Rechtsschutzversicherung. Warum sie sinnvoll ist und vor allem, wie sie euch hilft, auch wenn ihr keine abgeschlossen habt, das hört ihr in den nächsten Minuten. Versicherungsplauderei, der Podcast von Deiner Allianz. Dein Ernst? Ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar. Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. Hier ist die Versicherungsplauderei, dein Podcast mit Wissen to go, direkt aus deinem Leben. Jetzt mit Axel Robert Müller. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Herzlich willkommen und ich habe euch gleich mal einen Fall mitgebracht. Den Fall von Mara, der jedem, der schon mal online was bestellt hat, auch passieren könnte. Also ich habe mir einen Laptop bestellt, aber das Paket ist nie angekommen. Ich habe den Verkäufer dann kontaktiert und der hat mir gesagt, das Paket wurde zugestellt. Ich habe tatsächlich auch die Nachricht bekommen, dass das Paket zugestellt worden ist. Allerdings hat der Verkäufer nicht an die vereinbarte Adresse versandt. Ich habe dem Verkäufer dann nochmal geschrieben, aber der hat gesagt, sorry, wir haben die Info, dass das Paket angekommen ist und ich soll doch jetzt bitte bezahlen. Daraufhin habe ich meine Rechtsschutzversicherung eingeschaltet. So, und wir können gleich mal auflösen. Die Rechtsschutzversicherung hatte Mara dabei geholfen, dass sie nochmal einen neuen Laptop zugeschickt bekommt, ohne dass sie den ersten, der nie angekommen ist, bezahlen musste, denn sie war im Recht. Ja, der Fall von Mara ist nur einer von vielen, der zeigt, warum eine Rechtsschutzversicherung sinnvoll ist. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Mit Nora von der Allianz. Hallo Nora. Hallo, servus. Im Gegensatz zu einer Kfz-Haftpflichtversicherung oder einer Krankenversicherung ist die Rechtsschutzversicherung zwar freiwillig, ne, aber trotzdem sinnvoll. Warum denn? Ja, total. Denn faktisch kann jeder oder jede von uns echt in einen Rechtsstreit geraten. Dafür muss man ja gar nicht selber irgendwie den Streit anzetteln oder so. Stimmt. Denn jedem kann ja auch was vorgeworfen werden von uns. Ja. Und das heißt, faktisch, wer zu seinem Recht kommen möchte, trägt dabei auch das finanzielle Risiko. Und dabei können unter Umständen echt ziemlich hohe Kosten auf einen zukommen. Und die schrecken dann doch viele ab, um ihr Recht zu kämpfen. Ja, hast du mal ein Beispiel? Was können denn da an Kosten auf einen zukommen? Ja, faktisch halt die Kosten eines Rechtsstreits, ne? Also das ist auch ganz egal, ob die Sache dann vor Gericht geht oder nicht. Aha. Das hängt meistens tatsächlich dann vom Streitwert ab, also um den Wert, um den gestritten wird. Wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, man kauft zum Beispiel oder verkauft ein E-Bike für, sagen wir mal, 2500 Euro und der Käufer zahlt dir dann nie den Kaufpreis, ne? An dich als Verkäufer, dann ist das der Streitwert und das bestimmt dann letztendlich die Kosten. Okay, dann bin ich natürlich doof, wenn ich ihm das E-Bike schon gegeben habe, ohne dass er bezahlt hat, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Ja, das heißt, je höher der Streitwert ist, desto höher auch die Rechtsanwalts- oder im Zweifel dann die Gerichtskosten? Ja, ganz genau. Also das Kostenrisiko ist damit dann auch entsprechend höher, wenn ihr halt den Rechtsstreit verliert. Okay. Und abgesehen davon kann es eben sein, dass du auch noch die Ausgaben von dem gegnerischen Anwalt übernehmen musst, wenn du eben verlierst. Und das ist natürlich auch nochmal ein zusätzliches Kostenrisiko. Oh ja, das weiß ich. Also ich hatte noch nie einen Rechtsstreit, aber das können schnell mal ein paar tausend Euro sein, ne? Ja, total. Also das Thema ist eben, dass die Kosten für die Unterstützung eines Anwalts steigen eben auch immer weiter, ne? Mhm. Also die Gebührensätze nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ein ganz kompliziertes Wort, ja. Und auch die Gerichtsgebühren werden eben regelmäßig angehoben und zuletzt im Jahr 2021 um echt ganze 10%. Wow. Und das ist natürlich deutlich entspannter, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, weil sie dann eben einen finanziell an der Stelle absichert. Insofern Rechtsschutzversicherung ein echt wichtiger Verbündeter, damit man zu seinem Recht gelangt, keine Frage. Ja. Und die Kosten, von denen du gesprochen hast, auch wenn jetzt irgendwie erhöht wird, zum Beispiel, das sind Kosten, die die Rechtsschutzversicherung übernimmt? Genau. Also sie bezahlt eben die Gebühren der Rechtsanwälte und des Gerichts oder eben auch, wenn Zeugen entschädigt werden müssen, dann wird das genauso übernommen. Oder halt in einigen Fällen zum Beispiel auch die Kosten für den Sachverständigen. Und das wird alles dann eben bis zur vereinbarten Versicherungssumme bezahlt von deiner Versicherung. Können wir mal in ein paar Bereiche reingehen? Ich glaube, das fragen sich gerade viele, die diesen Podcast hören. Welche Bereiche deckt denn die Rechtsschutzversicherung ab? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und das können wir auch ganz individuell steuern, je nachdem, was man eben braucht. Es geht ja darum, die rechtlichen Risiken für jeden Einzelnen abzusichern. Und Ärger und Stress kann es tatsächlich überall geben, ob in der Freizeit, mit Nachbarn, Mieter, im Straßenverkehr oder auch eben mit dem Arbeitgeber.
Also das sind ein paar Bereiche, die du aufgezählt hast. Ich lasse dich da aber noch nicht raus. Wir wollen noch mehr wissen. Hast du ein paar Beispiele? Also wer streitet mit wem und was war der Grund? Na klar. Nehmen wir doch mal den Klassiker, den hoffentlich noch nicht allzu viele von euch erlebt haben. Stellt euch mal vor, ihr kracht an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen und ihr wisst aber ganz genau, dass ihr an der Ampel grün hatte und der andere, der behauptet genau das Gegenteil. Dann steht erstmal Aussage gegen Aussage. Und das heißt, der Fall kann wahrscheinlich erst vor Gericht geklärt werden. Ah, und da zurück zu dem, was wir schon besprochen haben. Gericht heißt gleich wieder, es wird teuer. Nachbarschaftsstreit oder Streit mit einem Händler, wie im Fall von Mara, den wir gehört haben, das sind ja auch Fälle, die zeigen, wie sinnvoll eine Rechtsschutzversicherung sein kann, ne? Ja, absolut. Oder auch wenn man Streit eben mit einem Vermieter oder mit einem Mieter hat an der Stelle oder vielleicht auch mit dem Arbeitgeber. Zum Beispiel, wenn ihr halt euch als Arbeitnehmer ungerecht behandelt fühlt. Es kann ja mal passieren, dass man ein schlechtes Arbeitszeugnis ausgestellt bekommt oder im schlimmsten Fall sogar fristlos gekündigt wird und das ohne triftigen Grund. Oder die Begründung ist vorgeschoben, weil der Chef euch eben loswerden möchte oder was auch immer. Ja. Und dann ist ja klar, dann möchte man um sein Recht kämpfen und mit einem guten Anwalt an seiner Seite. Und das wollen wir eben sicherstellen. Ich denke gerade laut, jetzt haben wir über Sachen gesprochen, wo ich vielleicht angegriffen werde, ne, oder mich verteidigen muss. Wie ist das denn umgekehrt jetzt gerade im Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beispiel? Also was ist, wenn ich vielleicht Selbstständiger bin oder auf der Arbeitgeberseite stehe? Total. Auf Hirn stehen wir natürlich zur Seite mit der Rechtsschutzversicherung. Da haben wir sogar im Sommer dann ein ganz neues Produkt im Petto, was beispielsweise auch die telefonische Rechtsberatung wirklich 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für Firmen beinhaltet. Mhm. Und da muss man auch sagen, die Rechtsschutz gehört genauso für Firmen natürlich zu den wichtigsten Versicherungen eines Unternehmens. Denn auch für Firmen kann eben Rechtsstreit sehr, sehr teuer werden und im schlimmsten Fall auch die betriebliche Existenz bedrohen. Denn auch hier gilt natürlich wieder, mit dem Streitwert steigen auch die Prozesskosten und wer verliert, bleibt meistens eben auf den hohen Kosten sitzen. Okay, also am besten jetzt überlegen, wie ich meine rechtlichen Interessen absichern kann für den Fall des Falles. Denn wenn es Ärger gibt, dann ist es zu spät, oder? Da kann man nicht dann sagen, hallo, schnell Versicherung nachträglich abschließen. Nicht ganz tatsächlich. Auch für den Fall bieten wir nämlich tatsächlich eine schnelle Hilfe an. Also wenn es tatsächlich mal passiert, der Fall ist da und ihr habt noch keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Ja. Aber es gibt Ärger, zum Beispiel mit dem Vermieter oder auch mit dem Händler, ne, bei dem ihr euer Notebook gekauft habt. Ja. Dann könnt ihr euch bei uns mit der Allianz Sofort Rechtshilfe tatsächlich einmalig telefonisch von unseren Anwälten beraten lassen. Und das ganz schnell und unkompliziert. Oh, das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Aber das kostet wahrscheinlich was, ne? Das ist nicht kostenlos, aber die Beratung kostet tatsächlich einmalig nur 29 Euro. Und eine erste Einschätzung hilft euch ja meistens bereits und lässt euch den Streit schon mal klarer sehen. Und manchmal lässt er sich sogar nach so einer Erstberatung beilegen. Und insofern für wenig Geld eine schnelle Hilfe. Das heißt, ich kann erstmal, ohne dass ich eine Rechtsschutzversicherung habe, mit einem echten Anwalt sprechen. Also da ist nicht irgendjemand im Callcenter in sonst wo. Genau, sondern sogar echt mit einem Fachanwalt. Also wenn man Stress mit einem Vermieter hat, halt eben auch mit einem Anwalt, der sich mit dem Mietrecht auskennt. Und er schätzt dann eben ein, ob ihr im Recht seid, beziehungsweise wie die Aussichten in eurem konkreten Fall sind auf Erfolg. Und natürlich ist es aber ratsam, dass man die passende Rechtsschutzversicherung auch vorher abgeschlossen hat, sodass man dann auch im Nachgang optimal abgesichert ist. Ne? Die Sofortrechtshilfe ist eine schnelle Hilfe, ersetzt aber eben die Rechtsschutzversicherung nicht. Sie hilft nur in dem Fall, wenn man es eben versäumt hat und die Rechtsschutzversicherung leider schon bräuchte. Ja, aber ist doch ein super Service. Also ist für mich ganz neu, dass es sowas gibt, auch für relativ kleines Geld. Also, selbst wenn es dann heißt, lass mal lieber, die Aussicht auf Erfolg ist eher schlecht, dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht über den Tisch gezogen worden bin. Nora, wie viel kostet denn generell eine Rechtsschutzversicherung? Hängt wahrscheinlich auch ab von bis, ne, was alles drin sein soll. Aber kannst du uns da auch mal ein ungefähres Gefühl geben? Ja, klar. Genau, also es hängt natürlich davon ab, wie umfangreich sie sein soll, ne? Wir haben ja ganz verschiedene Lebensbereiche und Zusatzbausteine. Darüber hatten wir eben auch schon mal ganz kurz gesprochen. Und auch die Höhe der Selbstbeteiligung hat natürlich einen Einfluss darauf, wie teuer eine Rechtsschutzversicherung wird. Aber eine leistungsstarke Rechtsschutz gibt schon so ab knapp 15 Euro ungefähr im Monat. Mhm. Und auf allianz.de kann man das echt sich auch selber einfach mal durchrechnen. Oder man meldet sich dann einfach bei uns und unsere Expertinnen und Experten stehen dann natürlich auch jederzeit zur Verfügung, um das auch nochmal genauer zu besprechen. Super. Nora, vielen Dank für deine Einblicke in die Rechtsschutzversicherung. Jetzt sehen wir alle klarer. Wie oft bist du schon verklagt worden?
persönliche Frage zum Schluss? Selbstverständlich noch nicht allzu häufig, aber was nicht ist, kann ja leider noch werden. Genau. Also, danke Nora und für euch jetzt die wichtigsten Punkte, die wir jetzt nochmal zusammenfassen, zum Schnellmerken und weitererzählen hier im Schnelldurchlauf. Fakt 1. Die Ausgangslage. Jeder von uns kann in Konflikte geraten, zum Beispiel wegen einer unklaren Rechtslage nach einem Verkehrsunfall oder eines Streits mit dem Arbeitgeber. Aus einer einfachen Meinungsverschiedenheit kann sich schnell ein kostspieliger und langwieriger Rechtsstreit entwickeln. Fakt 2. Die Leistung. Wer sein Recht durchsetzen will, wird mitunter vor Gericht ziehen müssen. Die Prozesskosten, die dadurch entstehen, hängen in den meisten Fällen vom Streitwert ab. Die Rechtsschutzversicherung übernimmt in einem versicherten Fall die Gerichts- und Anwaltskosten. Fakt 3. Der Bonustipp. In der Allianz Rechtsschutzversicherung gibt es zahlreiche Serviceleistungen, wie zum Beispiel das kostenfreie Rechtsschutz-Servicetelefon. Aber auch wenn ihr keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen habt, stehen euch mit der Sofortrechtshilfe erstklassige Anwälte gegen ein kleines Entgelt für eine Erstberatung zur Verfügung. So, und das war's für heute. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann informieren wir euch darüber, welche Versicherungen für junge Leute wichtig und sinnvoll sind, wenn sie bei den Eltern ausziehen, um mit dem Studium oder mit dem Job zu starten. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Mehr Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.